Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu World of Warship. Mit am Start ist der Moses. Hallo. Ja, wir werden heute mal, ja, ein bisschen Schiffe versenken spielen. Und ich bin natürlich unterwegs auf Seiten der Amerikaner. Und Moses, wo steckst du denn eigentlich? Wo stecke ich denn? Ich sehe dich noch nicht. Japaner bin ich, aber ich bin auch nicht in der Schlacht drin. Jetzt bin ich da. Auf jeden Fall, er spielt mit einem Zerstörer. Damit hat er sehr, sehr gute Erfahrung gesammelt. Ich sehe dich aber immer noch nicht irgendwie. Ah, ich sehe dich auch. Doch, ich sehe dich. Ich bin aber auf der ganz anderen Seite gespawnt. Naja gut, ich versuche trotzdem erstmal zu dir zu kommen. Und ja, Moses hat das letzte Gefecht. Haben wir leider nicht aufgenommen. Fünf weg eliminiert. Also richtig klasse. So, jetzt mach dich mal hier ein bisschen aus dem Staub. Warum hatten die hier so eine Tarnung? Ist das auch so irgendwie ein Slot, was die hier suchen? Ja, das ist auch so Verbrauchszeug, was man sich kaufen kann. Ja, Blödsinn. Wenn Braucht man. irgendwelchen Bonus bringt, da fragt mich nicht was. Naja, Da ist auch noch nicht getarnt. so wirklich Ahnung von. Ja, ich hatte ja schon mal im Video gezeigt über dieses Spiel und ja, ich dachte mal, wir gucken uns das einfach mal an, bevor dann irgendwann mal die deutsche Marine kommt. Da werde ich auf jeden Fall öfters dieses Spiel ja anspielen, weil ich kann mich mit anderen Nationen noch nicht so richtig identifizieren. Moses da eher, ja, der nimmt halt alles, was er kriegt, ne? Das, was am besten ist. Ja, und ich habe halt noch ein bisschen Nationalbewusstsein und will nur deutsche Schiffe haben. Gut, jetzt mit Amerikanern, das geht auch noch alles. Oh, da hinten sind welche. Du bleibst aber auf jeden Fall bei mir in der Nähe. Wird schwierig, wenn ich auf der anderen Seite der Map bin. Na, ich komme doch jetzt rüber, gedödelt. Weißt doch, ich fahre 23,6 Ja, Knoten. ich lasse schon mal ein paar Aale ins Wasser, bis du hier bist. Ja, gut. Ja, das ist ja die, auf jeden Fall die Fähigkeit der Zerstörer, dass die Torpedos am Start haben. Und ja. Und ich mit meinem Kreuzer habe dann quasi nur die Möglichkeit, jetzt so von Weitem irgendwelche wegzusnaggeln, aber so wie es aussieht, sieht es nicht so gut aus. Weil meine Reichweite auf jeden Fall noch nicht so weit ist. Oh, warte mal. Ich schieße erstmal mit ihnen. Zu weit weg. The enemy team has taken the lead. Ja, jetzt quatscht er mich ja zu. So, gucken wir mal, ob der trifft. Oh, ich habe sogar getroffen. Also, der Vorhalt war in Ordnung. Hey, der haut ab da hinten. Was ist da los? Weiß ja auch nicht. So, ich hoffe mal, dass na, das war zu. Das war nicht gut. Aber den könnte ich nehmen. Ah, kommt der gut? Kommt der gut? Ja, der war auf jeden Fall gut. So. Moses, wo bist du? Aua, ich wurde beschossen, Moses! Was fällt denn ein? Von wo? Was ist der Idiot? Finde ich überhaupt nicht in Ordnung, dass sie mich beschießen hier, die Arschmann. Oh, Moses, bei dir ist ja was, ne? So ein kleiner. Ja. Ich versuche mal dir ein bisschen Feuerunterstützung zu geben, weil die fahren ja halt ziemlich schnell, ne? Ich schieße erstmal, gucken, wo der hinkommt. Oh ja, der kam gut. Ey, der schießt so ein paar Torpedos auf dich. Ja, Ah, treff ihn scheiße, aber nicht. der lenkt ein, der lenkt ein. Gut, bestimmt, weil ich ihn beschossen habe. Ich habe dich gerettet. Sage ich einfach mal so. Ah. Oh, komm, 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 komm. Ach, dieses kleine, dumme Kosmonautenschiff hier versucht jetzt hier, mich ein bisschen zu ärgern. Der Ja! hat mich. Wie was, er hat dich. Der hat mich. Oh.
Du bist doch nicht tot jetzt, oder? Doch. Ach, hör auf. Na gut, dann mache ich jetzt einfach mal ein Kamikaze und versuche jetzt ein paar Gegner hier so ein bisschen wegzusnaggeln. So. So, hier einfach mal rein ins Geschehen. Sollte man zwar nicht mit einem Zerstörer machen. Oh, total vorbeigeschossen. Wo sind hier die nächsten Schiffe? Da ist einer. Da ist ein Kreuzer. Dann wäre ich einfach mal hier hinter das Ziel. Guckst du noch gerade zu, oder was? Ja. Wenn du irgendwas siehst, Bekanntes, dann musst du sagen. Dann muss ich mich da ein bisschen umorientieren. Aber ich will hier hinter den komischen Berg und den von hinten nehmen. Da hat mich eben der Kleine überrascht. Ja, wir werden auf jeden Fall noch mal eine Runde drehen hier. Ist ja noch nicht ganz so spät, Moses. Nee, heute mal nicht. Ein bisschen haben wir ja noch, obwohl ich ja morgen nicht allzu spät aufstehen wollte. So. Drehen wir mal hier ein langsam. Dass wir unsere ganze Feuerkraft auf jeden Fall auf den Feind richten können. Problem bei den Schiffen ist natürlich bei den Zerstörern, bei den Kreuzern, dass die halt sehr, sehr behäbig sind, aber immer noch agiler gegenüber von Schlachtschiff. Fehlt natürlich auch die Feuerkraft gegenüber vom Schlachtschiff, aber ich denke mal, da werden nicht sowas, so eine Schiffe sein wie Panzerkreuzer oder sowas. Sowas, denke ich mal, wird im Spiel nicht vorhanden sein. So, Moses, siehst du irgendwas Besonderes? Scheiße, der ist so weit weg da hinten. Ich sehe nur das, was du auch siehst. Die sind alle so weit weg hier. Seht denn einer drin rum? 6 Kilometer. Oh ja, den werde ich nehmen. Ja. Der will gerade abhauen, dieser kleine Japaner. Mal sehen. Der kommt eigentlich ganz gut. Also, ja, ein bisschen. Ah, vielleicht treffe ich nur seinen Arsch. Aber ich muss jetzt aufpassen, hier die Schiffe. Da dreht jetzt einer glatt ein. Oh, der ist das stört, dann werde ich mal den anderen nehmen. Der ist aber auf 10 Kilometer, dann will jetzt abhauen. Da soll man ein bisschen Schubrakete geben hier. Da kommt jetzt einer rechts von dir rum. 5 Kilometer. Ja, ich sehe. Gut. Ich hoffe, ich habe genug vorgehalten. Ja, passt so. Ah, das war... Nimm dir lieber den anderen, den links davon. Der fährt besser. Oh, ja. Ah, der schießt sich jetzt auf mich ein. Verdammte Axt. Ladet nach, meine Jungs. Schneller. Müsstest du eigentlich kaputt kriegen. Ich bremse jetzt ab einfach. Nee, Gas. Nicht stehen bleiben, wenn du stehen bleibst, ist ein leichtes Ziel. Ah, das wird jetzt übel, das wird übel. Komm, geh doch einfach mal kaputt, doofes Schiff. Hat er jetzt vorbeigeschossen oder was? Oh, der dreht ein! Das ist aber gut, dann kann er nicht mehr schießen. Der muss ja seine Kanonen erst wieder drehen. Oh, komm. Warum stirbt der nicht? Dieses dumme Schwein. Warum stirbt der nicht? Komm, Mann. Verdammt, oh Mann. Jetzt schießt noch ein anderes Schiff auf mich. Warum geht der nicht kaputt, dieses dumme Schwein? Meine Kanonen sind kaputt. Hab ich den vernichtet? Ich glaube, das war ein anderer. Oh, wo bin ich? Wo ist dieses andere Schwein? Wobei, da steht, du hast schon 2 versenkt. Ja, habe ich gar nicht mitgekriegt. So, das ist ja der andere da hinten, der verkrümmelt sich. Oh, das war jetzt aber auch keine Unterstützung von Moses.
den Fahnenflüchtigen. Das ist das letzte. Fahnenflüchtig, ich wurde abgeschossen. Naja, fahnenflüchtig. Das ist das letzte Schiff, was wir da haben. Ich habe mich geopfert, dass du Kills machen kannst, ja? Ja, sonst nimmst du ja alles weg. Ich bin am Überlegen, soll ich hier rumfahren? Normalerweise. Rechts rum. Ja, aber. Ja, wobei das ist der letzte da hinten von den Gegnern, ja, ne? Ja, deswegen ja. Und eigentlich kannst du dich vom Acker machen, nicht, dass der dich noch kaputt schießt. Wo ist der? Rechts von dir. Ich sehe ihn nicht. Ja, weil der hinterm Hügel ist. Warum? Weil er sich versteckt. Ja, eigentlich sollte ich mich irgendwo vom Acker machen. Oh, da ist er! Ja, der macht dich gleich kaputt. Ja, der schießt auf mich! Nein, 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 nein! Wobei, das ist nur ein Tier 1 Schiff. Aber der macht dich trotzdem kaputt. Ja! Warum kann der so viel schießen, dieses dumme Schwein? Ja, weil es ein Tier 1 Schiff ist. Der schießt schneller, aber macht weniger Schaden. Warum schießen meine Kanonen denn nicht mehr? Und warum brenne ich? Ja, weil du nach vorne guckst. Da kannst du doch nicht schießen. Die sind seitlich angebracht. Ach du Scheiße, das habe ich echt nicht gesehen, ey. Maximus geht unter. Schön. Lagerfeuer. Ja, das ist super. So, gucken wir mal schnell, was die anderen jetzt machen. Ob sie den jetzt endlich mal zu Brei schießen. Auf jeden Fall war es auf gar nicht mal so eine schlechte Runde, jetzt für mich gesehen. Du bist natürlich was anderes gewohnt. So, jetzt werden sie den... Ich hätte durchaus warten sollen. Ich hätte auf dich hören müssen und dann von hinten angreifen. Aber, naja, so wie ich halt bin, ne? Unbelehrbar. Aber es war eben auch ein hartes Gefecht jetzt zum Schluss. Man macht den doch einfach mal alle. Da hat er aber auch noch was abgekriegt hier, der kleine Schumpel hier. Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. Sieht aber cool aus, das Boot hier. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja gerne in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt. Genau. Ist er nun vernichtet oder nicht? Ich krieg ja nichts mit, weil ich hier alles Interface ausgemacht habe und guck mir die schöne Action hier an. Treffen wir auch gerade nicht. Ja, weil sie dämlich sind. Vor allem, weil sie auch viel zu weit weg sind. Ah, guck mal jetzt, ey, was die alles jetzt anliefern an Booten. Jetzt kommt alles angeschossen. Richtig Banane machen die jetzt. Jetzt haben sie gleich 500 HP noch. Dann 70. Nächste Treffer, der reingeht und er ist weg. Ja, der kommt dann ganz gut. Ah, nee. Doch. Weg. Super. Ja, Sieg. Und wo sehen wir jetzt Team? Naja, war doch eigentlich ganz gut, ne? So, das soll es dann erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es unten in den Kommentaren mit den Worten. Machen wir wieder im Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.